Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von NPro. In diesem Video zeige ich Ihnen, welche Funktionen mit der neuen Version 3.0 dazugekommen sind. Wir gehen einmal in die Software rein. Wir sehen, wenn wir ein neues Projekt erstellen, dann hat sich da nicht so viel geändert. Wir können hier einmal auf Neues Projekt anlegen klicken. Bei den Quartiersprojekten hat sich dann aber auch viel hier in der ersten Ansicht geändert. Das heißt, wir haben hier diese Kartendarstellung mit dazu bekommen. Das ist das große neue Feature. Wir können eben jetzt hier verschiedene Funktionen nutzen, um Gebäudedaten in die Karte einzuladen. Wir haben hier im Hintergrund eine OpenStreetMap-Karte, können da dann direkt die Gebäude aus der Datenbank ziehen, die Gebäudeumrisse und einige Grunddaten der Gebäude. Wir haben auch Möglichkeiten, GIS-Daten hochzuladen, wenn Sie ein GeoJSON, Shape-Datei oder ein GeoPackage-File haben, dann können Sie das eben hier auch direkt hochladen. Auch Excel-Lösungen kann man hier hochladen. Und wir können jetzt im zweiten Schritt dann hier im Wärmenetz einzeichnen, das definieren, wo der Trassenverlauf sein soll und das eben hier direkt über die Karte definieren. Das war in der Vorgängerversion natürlich nicht so einfach möglich und ja auch etwas umständlicher. Genau, und jetzt können wir diese Gebäude auch ans Wärmenetz anschließen, einzeln oder als Gruppe. Das habe ich in einem anderen Video auch nochmal ausführlich gezeigt, wie man mit der Kartendarstellung umgehen kann. Und wenn man jetzt hier mal alle Gebäude ans Wärmenetz anschließt, kann man eben hierfür dann die Berechnung durchführen und die Rohrdurchmesser der einzelnen Trassenabschnitte zum Beispiel direkt berechnen lassen. Auf Gebäudeebene ist auch noch einiges dazugekommen oder ein paar Sachen zumindest hier bei den Gebäude bearbeiten. Wenn ich hier einmal reingehe, dann finden Sie die Maske, die Sie schon so aus Version 2 kennen ungefähr. Wir haben jetzt hier nochmal Gebäudedetails mit dabei. Das heißt, einige Sachen, die man nochmal zusätzlich definieren kann. Und auch hier unten sieht man, welche Daten schon zum Beispiel aus anderen Datenquellen angereichert wurden. Wir haben mehrere neue Gebäudetypen mit dabei. Das geht hier bei der Kirche los, über die Lagerhalle, Produktion und so weiter. Sonstiges kann man hier auswählen, wenn man was ganz Spezielles hat. Und auch den Gebäudetyp gemischt. Da kann man eben für mehrere Nutzungszonen eben hier angeben, wie sich das die Gebäudenutzung zusammensetzt. Genau, hier auf der Maske Raumwärme und Trinkwarmwasser hat sich ein bisschen was geändert. Man kann jetzt hier nicht nur den Jahresbedarf eingeben, sondern eben auch zum Beispiel die Heizlast oder eine Kombination aus Heizlast und Jahresbedarf. Da gibt es mehrere Erweiterungen und auch beim Trinkwarmwasser gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man die definieren kann. Bei dem Energiesystem auf Gebäudeebene haben wir ein bisschen was an der Berechnung der Wärmepumpen verändert. Also zumindest was diese Möglichkeit angeht, die Wärmepumpen selber zu definieren. Hier diese Eingabemaske ist eigentlich optisch ähnlich geblieben, aber wir haben das deutlich verbessert, sodass sie wesentlich robuster nutzbar ist. Wir können die Wärmenetzeinstellung natürlich verändern, das ist auch alles neu. Die Netztemperatur ist gleich geblieben tatsächlich, aber hier sind viele Einstellungen dazugekommen, was die Auslegung eben angeht. Grundsätzlich haben wir überarbeitet die Berechnung der Rohrdimensionierung, beziehungsweise wie man hier den Gleichzeitigkeitsfaktor eben berücksichtigen kann, jetzt deutlich klarer. Und auch das Wärmeträgerfluid kann man hier auswählen. Wenn man zum Beispiel kalte Nahwärmenetze rechnet, kann man hier dann eben Glykol auswählen. Hydraulikeinstellung gibt es auch nochmal neu dazu. Das heißt, man kann hier entscheiden, hat man eine zentrale Pumpe, hat man eine dezentrale Pumpe oder mehrere dezentrale Pumpen in den Gebäuden eben und eben hier verschiedene Druckverluste einstellen. Und bei den Rohrparametern, da hat man in der Vorgängerversion auch einige Optionen weniger. Hier kann man jetzt wirklich sagen, hat man hier ein Stahlrohr, hat man ein Einzel- oder Doppelrohr oder eben das gleiche nochmal für Kunststoff. Und als letzte Option hier das ungedämmte Kunststoffrohr eben für kalte Nahwärmesysteme. Genau, das ist so die großen Veränderungen hier in dieser ersten Ansicht. Das heißt, wir haben hier auf der linken Seite auch nicht mehr Gebäude und Wärmenetz als Reiter, sondern nur noch das Quartier als Reiter. Hier ist jetzt praktisch alles untergebracht von den Gebäuden bis hin zum Wärmenetz. Auf der nächsten Seite Energiezentrale, da hat sich nicht ganz so viel geändert. Ein paar Verbesserungen sind mit dabei. Zum einen können wir jetzt hier bei den Technologiekosten auch unterscheiden, eben Geothermie nicht nur
zusammen betrachten, was die Kosten angeht, sondern eben aufspalten in Sonden und in Wärmepumpe beispielsweise. Gleiches gilt auch für die Wärmequelle und auch für die PVT-Module. Wenn wir dann hier auf Anlagen dimensionieren klicken, bekommen wir dann auch nicht nur die Entzugsleistung zum Beispiel bei der Geothermie, sondern eben auch nochmal die Wärmepumpenkapazität explizit angegeben. Und ja, im zweiten Schritt können wir dann den Systembetrieb hier simulieren. Und da hat sich eigentlich nicht allzu viel geändert. Im Wesentlichen sind die Funktionen da dann gleich geblieben. Wir kriegen jetzt zuerst dieses Energieschaubild, das kennen Sie schon aus der Vorgängerversion. Und können dann eben hier einmal die Energiemengen ablesen. Da ist aber, wie gesagt, nicht viel Neues dabei. Auf der letzten Seite, Ergebnisübersicht, haben wir dann die Wirtschaftlichkeit nochmal ein bisschen erweitert. Wenn Sie hier auf Wirtschaftlichkeit gehen, dann haben Sie hier ein bisschen andere Anordnungen und auch noch ein paar erweiterte Funktionen, zum Beispiel der interne Zinsfuß, der dazugekommen ist. Sie können auch hier diesen Verlauf des Kapitalwerts, den Sie jetzt weiter oben hier sehen, als sonst, den können Sie auch anpassen, was die Jahreszahlen hier angeht beispielsweise. Und die ganzen oder sehr, sehr viele Wirtschaftlichkeitsparameter können Sie direkt auf dieser Seite hier verändern. Beispielsweise eben im Betrachtungshorizont, den Zinssatz und so weiter. Und dann, wenn ich das hier ändern würde, eben diese Berechnung direkt nochmal neu starten. Sie müssen also nicht wieder die Simulation vorher machen, des Energiesystems, sondern können einfach die Wirtschaftlichkeit nochmal direkt verändern. Genau, das waren eigentlich die wichtigsten Sachen, die ich zeigen wollte. Das große Update ist hier wirklich diese Kartenfunktion, dass man da seine Gebäude einzeichnen kann, hochladen kann, einladen kann, das Wärmenetz definieren kann und dann eben sehr, sehr schnell hier die Rohrnetzauslegung bekommt. Gut, damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat oder wenn Sie Fragen haben, kommentieren Sie gerne unterhalb des Videos. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.